Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir gucken uns heute mal ein Gadget an, was nicht nur für Weihnachten vielleicht ein Thema ist, sondern auch für andere Anlässe, den Goovy Curtain Lights oder beziehungsweise die Goovy Curtain Lights, einen LED-Vorhang, der Bilder und so weiter darstellen kann. Wir schauen es uns einmal im Video an. Viel Spaß! Ja, wie gesagt, wir schauen uns heute mal die Goovy Curtain Lights an, ein LED-Vorhang, wenn man so will. Und hier seht ihr auch ungefähr schon, wie das Ganze aussieht. Arbeitet auch mit Alexa und Google Home zusammen, also dann könnt ihr das Ganze da auch mit einbinden. Und hier seht ihr auf der Seite zum Beispiel ein paar, hier seht ihr ein paar Beispiele für Szenen. Und die zeige ich euch tatsächlich alle am Ende des Videos, alle verfügbaren Szenen. Ich glaube, es ist das einzige Video auf YouTube, was das macht. Deswegen ist das Video auch ultra lang geworden. Aber es ist, wie es ist und ich wollte euch gerne alle Szenen dann auch zeigen. IP65 waterproof, wobei das gilt tatsächlich nur für den Vorhang, nicht für den Stromstecker, also achtet darauf, dass der Stromstecker nicht mit Feuchtigkeit oder mit größerer Feuchtigkeit in Berührung kommt. Die Version, die wir hier haben, ist 1,50 Meter breit und 2 Meter hoch bzw. lang, eignet sich also für Fenster, Garagen und ähnliches und setzt sich aus 520 LED-Lichtern zusammen. Und hier unten seht ihr nochmal, was ich euch gerade gesagt habe, der Adapter ist nur IP44, das heißt, da sollte dann nach Möglichkeit nicht so viel Wasser drauf kommen, im Gegensatz halt eben zu dem Vorhang an sich sozusagen. Jetzt sehen wir hier nochmal, was alles mit in der Box drin ist. Das gucken wir uns jetzt aber gleich im Unboxing an. Und dann schauen wir uns logischerweise nachher auch nochmal die App an, denn mit der steuert ihr natürlich diesen Vorhang und das ist essentiell für dieses Gerät logischerweise. Ja, im nächsten Schritt packen wir das Ganze einmal aus und ich kündige nur eine Sache schon mal an. Wenn ihr das nachher retournieren wollt, es wieder in diese Kiste reinzukriegen, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ihr werdet gleich auch sehen, warum, denn das Ganze wieder so zusammenzulegen ist definitiv, ich sag mal, was für Könner sozusagen. Es ist natürlich nicht unmöglich, aber es ist auf jeden Fall was für Könner und ihr werdet jetzt jede Sekunde auch sehen, woran das liegt, beziehungsweise warum das so ist. Nehmen wir einmal den Deckel ab und gucken mal, was drin ist und dann begrüßt uns zunächst mal hier eine kleine Karte oder wie man das auch immer nennen möchte, wo nochmal ein paar Dinge schon mal dargestellt sind, die wir später sehen werden. Und wir legen es mal beiseite, denn gebrauchen kann man es tatsächlich nicht. Dann gibt es hier noch eine Information zu weiteren Goovy-Produkten. Das könnt ihr nachher auch miteinander kombinieren, gegebenenfalls die Produkte. Also insofern, wenn ihr da mehrere Produkte habt, habt ihr da natürlich noch mehr Möglichkeiten. So, jetzt versuche ich das Ganze hier mal rauszukriegen und es gestaltet sich tatsächlich an sich schon schwierig. Man kann jetzt natürlich da diesen kleinen Hebel ziehen, aber dann reißt man wahrscheinlich die Pappe ab. Deswegen versuchen wir es jetzt mal so. Das andere, genau, gucken wir mal, ob das rauskommt. Versuchen wir erstmal das hier. Also es ist alles sehr eng gepackt. Man muss mit ein klein wenig Vehemenz vorangehen, um dann das Ganze auch hier rauszubekommen sozusagen. Aber wenn das dann einmal geschehen ist, dann seht ihr hier, wir haben drei kleine Pakete, die die einzelnen Komponenten dann jetzt auch beinhalten. Rechts logischerweise der Vorhang, hier haben wir dann quasi die Stromverbindung. Gucken wir auch da mal rein, denn das ist ja das, was wir letzten Endes dann benötigen, um das Ganze mit Strom zu versorgen. Hier seht ihr das, das ist so ein Netzteil, welches unten auch einen für den Außenbetrieb nutzbaren Anschluss hat. Das kennt ihr vielleicht von außen von LED-Lichterleisten, die ihr noch draußen habt oder sowas. Oder auch von Christbaumkerzen und so weiter. Das ist dieser Anschluss, glaube ich, auch überall mit dran. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wenn ihr wisst, wie der Anschluss heißt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber ist auch weniger relevant, um ehrlich zu sein. Gut, was haben wir dann noch? Und zwar müssen wir das Ganze natürlich auch befestigen. Also sprich, ihr müsst ja diesen Vorhang auch irgendwie an eurem Fenster, der Garage oder wo auch immer ihr ihn befestigen können. Dazu werden hier so ein paar kleine Schrauben mitgeliefert, ein Schraubenzieher ist auch noch mit dabei und Befestigungsmaterialien. Und da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu befestigen. Und die sind alle hier mit in dieser Tüte drin, die sind alle unterschiedlich für unterschiedliche Zwecke gedacht. Vom Grundsatz her ist das aber zum einen die Möglichkeit, das Ganze mit kleinen Nägelchen an die Wand zu nageln sozusagen. Dann könnt ihr das mit diesen Haken befestigen. Ja, ob man das jetzt möchte oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein. Die andere Alternative sind diese kleinen Clips hier. Und ich versuche sie jetzt mal rauszuziehen. Ja, jetzt habe ich, ja, jetzt gucken wir mal. Warum gehört das Ganze? Gehört es so rum?
Ja, ich weiß jetzt nicht, worum es gehört. Auf jeden Fall, der Haken gehört halt hier rein. Dann schraubt ihr das Ganze zu und könnt diesen Haken dann wiederum an einer Gardinenschiene oder was auch immer ihr habt, gegebenenfalls befestigen. Das ist die andere Methode. Und die dritte Methode ist natürlich, dass ihr das Ganze mit der Rückseite dann mit doppelseitigem Klebeband irgendwo festkleben könnt. Das ist auch noch eine Methode. Oder ihr macht es wie ich. Ich habe zum Beispiel separate Haken gehabt. Da habe ich es einfach da aufgehangen. Also das Befestigungsmaterial ist mehr dafür gedacht, wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, beziehungsweise ist dafür gedacht, um dann diesen Vorhang halt eben zu befestigen, wenn ihr keine anderen Haken oder ähnliches habt. So, jetzt gucken wir uns aber mal das eigentliche Produkt an. Und jetzt seht ihr vielleicht schon, was ich meine. Wenn man das nachher wieder hier reinkriegt, ist auf jeden Fall eine gute Leistung. Ich hab's nicht versucht, es wieder reinzukriegen, weil ich auch keine Chance gesehen hätte. Aber ich brauch's ja auch nicht wieder reinstecken, von daher alles kein Thema. Und jetzt seht ihr hier, das sind natürlich die 520 LEDs, die wir hier sehen. 1,50 breit, 2 Meter hoch. Hier oben sind die jeweiligen Kontaktpunkte, um das Ganze dann miteinander zu verbinden. Und wenn wir dann jetzt gleich weiter gucken, dann sehen wir hier unten auch noch die Verbindungsschnur zu der Bluetooth-Box oder beziehungsweise zum Ein-Ausschalter sozusagen. Da ist natürlich auch das Bluetooth und das WLAN mit drin. Und dann seht ihr hier den Anschluss, den wir dann wiederum an das Netzteil oder an dem Netzteil befestigen können. Und ja, das ist auch noch mit doppelseitigem Klebeband versehen und kann dann auch entsprechend befestigt werden. Bedienungsanleitung ist auch mit dabei. Die ist auch auf Deutsch verfügbar und da ist auch nochmal beschrieben, wie man die Befestigung da anbringt. Und das spare ich mir jetzt mal, weil das, glaube ich, für jeden selbsterklärend ist. Ja, das entscheidende Kriterium ist aber nachher natürlich die App, mit der ihr das Ganze bedient. Und ich habe mir jetzt mal gespart, das Ganze, diesen Kopplungsvorgang euch zu zeigen, weil der ist wirklich super einfach. Bluetooth bzw. in der App suchen, dann auf den Knopf drücken und schon ist das Ganze verbunden. Und jetzt seht ihr hier die App und ihr könnt da quasi das Ganze auch mit ein-ausschalten, sowohl über WLAN als auch über Bluetooth, je nachdem, wie eure Verbindung ist und wie weit eure Verbindung dann gegebenenfalls reicht. Und wenn wir dann hier einmal durchgehen, seht ihr hier die verschiedenen Möglichkeiten. Einmal das Effekte-Labor, wo ihr zum Beispiel verschiedene Farben für euch abspeichern könnt. Es ist hier aus meiner Sicht irgendwie sehr interessant gelöst mit Zutaten, Früchten, Nationalfahnen, also die jeweiligen Farben, die sich da auf diesen Nationalfahnen befinden, könnt ihr dann quasi in eure eigenen Farben abspeichern und damit dann arbeiten. Zum Beispiel hier bei Deutschland das Schwarz nicht, aber Rot und Gold. Bei den Tieren sind verschiedene Farbmöglichkeiten vorhanden. Bei Gourmet, beim Essen, also da ist wirklich, hat man sich sehr viel Gedanken gemacht. Ich finde die Lösung irgendwie sehr interessant, sage ich mal, aber es dient natürlich dazu, dass ihr nachher individuelle Farben für euch abspeichern könnt. Und wie das geht, genau, hier einfach drauf speichern und schon habt ihr das Ganze nachher in euren Farben mit drin. Das ist, ja, um halt eben die bestimmten Farben dann mit aufzunehmen. So, dann nehmen wir nochmal hier die Option Timer. Da könnt ihr natürlich verschiedene Timer setzen, sowohl für Aufwachen als auch für Schlafen gehen. Also quasi, es soll dann irgendwann ausgehen nach einer gewissen Zeit. Es soll dann eingeschaltet werden und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann machen, wenn ihr zum Beispiel um Weihnachten herum immer abends das Ganze einstellen wollt oder auch einen Countdown einstellen wollt. Also um dann das Ganze in einer halben Stunde auszuschalten, wenn ihr noch den Rest des Abends damit die Beleuchtung für euch nutzen wollt, sozusagen. Genau, das wäre soweit der Punkt Timer. Dann gehen wir einen Schritt weiter und kommen als nächstes zur Snapshot-Liste. Das ist nichts anderes als das abzuspeichern, was ihr gerade gemacht habt. Also wenn ihr in irgendeiner der Art und Weisen, irgendeiner der verschiedenen Funktionen irgendwas gemacht habt, dann könnt ihr das hiermit einmal ablegen und das Ganze dann wiederum auch mit Alexa oder dem Google Assistant quasi vernutzen, sodass ihr dann die Möglichkeit habt, das Ganze auch per Sprachbedienung wieder aufzurufen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Warum man dabei allerdings diesen Button, und das ist der grüne, der rechts daneben ist, den mitten hier irgendwo drauf klatscht. Ich meine, natürlich muss man das und ihr könnt den auch verschieben, wenn ihr wollt, aber irgendwie finde ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil der hat mich ein bisschen gestört bei der Bedienung der App. Helligkeit dürfte klar sein. Dann kommen unten die verschiedenen Modi und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Zum einen könnt ihr das Ganze mit der Musik synchronisieren, sowohl mit dem Mikrofon eures Smartphones als auch mit dem Mikrofon, welches in dem Bedienelement von den Goovy Curtain Lights verbunden ist oder beziehungsweise mit da integriert ist. Und dann lässt sich eine Darstellung in dieser Form oder in ähnlicher Form, ihr habt da noch verschiedene Varianten, herstellen, sodass das Ganze sich dann mit der Musik bewegt. Für mich jetzt weniger interessant, aber vielleicht für euch ja durchaus eine interessante Geschichte. Ansonsten könnt ihr einfarbig das Ganze einstellen, irgendeine Farbe vergeben und unten seht ihr auch unsere abgespeicherte Farbe, die wir gerade eben ausgelöst haben. Dann haben wir die Möglichkeit, hier ein Graffiti zu konstruieren oder beziehungsweise zu malen. Und das ist nichts anderes, als dass ihr ein Zeichen oder was auch immer ihr möchtet auf diesen verschiedenen LED-Punkten aufmalen könnt. Ihr seht hier, ich habe jetzt einfach nur mal ein Fragezeichen hingemalt und ich werde euch nachher auch zeigen, wie das Ganze denn dann aussieht.
Als nächstes kommen die ganzen Szenen und da gibt es tatsächlich eine ganze, ganze Menge. Ich weiß gar nicht, über 60 Stück sind es, glaube ich. Und all die zeige ich euch übrigens gleich direkt im Anschluss. Also wer wissen will, wie das Ganze dann aussieht, der bleibt gerne dran und kann sich ab der Minute 12 ungefähr 18 Minuten lang alle Szenen angucken. Die habe ich euch für euch gefilmt, damit ihr einfach einen Eindruck bekommt, wie das Ganze aussieht, weil das ist natürlich am Ende, aus meiner Sicht zumindest, das Highlight dieses Gerätes, dass man verschiedene Szenen aufspielen kann. Da muss man, glaube ich, schon wissen, wie wirkt das Ganze, und deswegen fand ich es auch wichtig, euch das alles zu zeigen, auch wenn das Video dadurch leider, leider 30 Minuten lang geworden ist. Aber gut, dafür habt ihr halt alles einmal im Überblick, alle Kategorien, alle verschiedenen Darstellungen und so weiter und so fort, dann gleich im Anschluss. Es gibt auf jeden Fall eine riesengroße Auswahl und ich glaube, die wird auch immer erweitert. Also insofern, der Stand ist übrigens der vom Release-Datum des Videos. Von daher, wenn ja nachher noch was dazugekommen ist, dann seid mir nicht böse, die Szenen sind dann natürlich nicht mit drin. Do-it-yourself ist noch eine andere Möglichkeit und da könnt ihr quasi verschiedenste Dinge euch auch zusammengruppieren und fast noch wichtiger, in diesem Bereich kommt gleich ein Thema, welches auf YouTube des Öfteren als in Deutschland nicht verfügbar gekennzeichnet wurde, aber das stimmt gar nicht, sondern es ist einfach nur ein bisschen versteckt. Und ich zeige euch jetzt hier erstmal, wie es grundsätzlich funktioniert. Es ist so ähnlich wie quasi die Möglichkeiten, die ihr vorher hattet. Ihr könnt die verschiedenen Dinge hier konfigurieren und das ist der Punkt, den ich meinte. GIFs lassen sich nämlich hier reinladen. Also hier könnt ihr tatsächlich GIFs hochladen, um sie dann euch anzeigen zu lassen über den Vorhang. Eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich habe es hier tatsächlich mal mit diesem Smiley ausprobiert. Es funktioniert auch ganz gut. Es ist natürlich sehr stark davon abhängig, wie das GIF aufgebaut ist, ob das Ganze dann auch wirkt oder nicht. Das müsst ihr dann im Zweifel unbedingt mal ausprobieren. Aber hier könnt ihr auch die GIFs reinladen, was tatsächlich etwas versteckt ist, leider, muss man sagen. Ja, ansonsten war das die App mit den wesentlichen Einstellungen. Ist natürlich noch ein bisschen mehr hier bei den Einstellungen und so weiter und so fort. Aber vom Grundsatz her, das ist der Umfang der App und ich glaube, da kann man wirklich richtig, richtig viel mitmachen, wenn man kreativ ist. So, und während im Hintergrund jetzt quasi die ganzen Szenen und Modi und so weiter und so fort durchlaufen, hier alle Farben und so weiter, will ich euch tatsächlich nochmal so ein kleines bisschen meine Meinung kundtun zu dem Goovy Curtain Lights. Der Preis, den ich bezahlt habe, sind 130 Euro, das war so ein Angebot, das kommt immer mal wieder, also für den Preis könnt ihr es auf jeden Fall bekommen. Und dafür ist es natürlich trotzdem noch, ich will mal sagen, es ist nicht teuer, aber es ist preislich auf jeden Fall ambitioniert angesetzt. Aber es macht natürlich auch Spaß, wenn ihr die Möglichkeit habt, das vernünftig aufzuhängen. Und das ist tatsächlich essentiell. Es muss vernünftig wirken, sonst ist das Ganze ein bisschen schwierig. Und ihr seht hier im Hintergrund auch nicht alle, alle Möglichkeiten, alle Szenen, die ihr habt, wirken aus meiner Sicht vernünftig und schön. Das werdet ihr gleich noch mehr sehen bei den verschiedenen Dingen, wenn es um Tiere und so weiter und so fort geht. Hier seht ihr zum Beispiel, das sieht jetzt okay aus, aber ich würde nicht sagen, dass es sehr gut aussieht. Bei manchen anderen Dingen ist das dann schon ein bisschen anders. Zum Beispiel hier Seestern, den finde ich, der passt. Ihr solltet es auf jeden Fall ausprobieren. Denkt an 1,50 Meter mal 2 Meter. Die Fläche müsst ihr auf jeden Fall haben und ihr müsst es auch vernünftig aufhängen können. Und es muss natürlich ein dunkler Hintergrund sein oder zumindest ein abgegrenzter Hintergrund, sodass das Ganze auch farblich bzw. von den Lichteffekten dann auch wirkt. Wenn das alles passt, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Gadget, gerade für Weihnachten, da kommen wir ja nachher noch zu den Weihnachtseinstellungen, finde ich sehr, 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 sehr spannend und interessant. Da solltet ihr, wenn ihr da Interesse daran habt, auf jeden Fall mal reingucken, zur Not könnt ihr es ja retournieren, also insofern probiert es einfach mal aus. Man kann auch mehrere Vorhänge miteinander koppeln, wobei dann die Animationen und so weiter nicht ganz flüssig ineinander überlaufen. Ich denke, das wird noch nachgeliefert werden, aber ist heute noch nicht der Fall. Genau, also insofern, ich persönlich finde es ganz spannend. Wenn man es vernünftig aufhängen kann, dann ist es wirklich ein cooles Gadget, gerade wenn ihr Kinder habt und so weiter und so fort oder vielleicht für eure Nachbarn den Weihnachtsbaum in die Fensterscheibe zaubern wollt, ist es auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte. Vielleicht noch ganz kurz zur Info, warum ist das Handy jetzt gerade unscharf? Logischerweise ist der Fokus auf den Light Curtains oder auf dem Curtain Light, wie auch immer. Ich habe das Handy aber trotzdem daneben gehalten, damit ich einfach weiß, wo ich gerade dran bin und ihr auch eine Orientierung habt, in welcher Szene wir uns gerade befinden. Denn die Szenen könnt ihr ja in eurer App dann nachvollziehen und dann seht ihr, was damit quasi auch gemeint ist. Letzten Endes muss man sagen, die Bezeichnungen in der App zu den Szenen, die sind aus meiner Sicht manchmal etwas irreführend. Bei manchen Dingen hätte ich, wenn ich jetzt tatsächlich nicht wüsste, was es ist, auch gar nicht erkannt, was es sein soll. Und deswegen sage ich euch jetzt auch nicht bei jedem Bild, was da die Unterschrift ist oder Überschrift ist.
Ihr könnt mich gerne mal fragen, wenn ihr irgendwas nicht erratet, dann schaue ich das für euch in der App nochmal nach, weil bei manchen Sachen ist es wirklich nicht zu erkennen. Ich meine, dass das hier ein Fliegenpilz sein soll, der wächst, das finde ich, kann man durchaus noch erkennen. Bei manchen anderen Dingen wird das dann schon etwas schwieriger, sodass man da gewisse Schwierigkeiten bekommt. Zum Beispiel hier, wer da erkennt oder sofort weiß, was damit gemeint ist, der darf mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil da würde mich interessieren, ob ihr dabei erkannt habt, um was es sich handelt. Ja, so viel aus meiner Sicht erstmal zum Thema Goovy Curtain Lights. Wie gesagt, es kommen jetzt noch alle Szenen. Ich erzähle da gleich auch noch ein bisschen was, würde euch aber jetzt nicht zu sehr nerven. Und insofern brechen wir an dieser Stelle zumindest mit meinem persönlichen Fazit erstmal ab. Aber selbstverständlich machen wir, wie versprochen, jetzt noch die restlichen 15 Minuten alle weiteren Szenen, die es aktuell in der App noch gibt. Und während ihr hier gerade logischerweise einen Regenbogen gesehen habt, gehen wir jetzt weiter und gucken uns eine Insel an. Der Titel ist Meeresinsel, also insofern, das dürfte, glaube ich, auch für jeden noch erkenntlich sein, zumindest denke ich das. Das nächste ist dann für mich zum Beispiel schon wieder schwieriger zu erkennen gewesen. Es ist der Bergwald. Ob man das jetzt erkennt oder nicht, ich weiß es nicht genau. Theoretisch kann man es vielleicht erkennen. Ich persönlich habe es nicht erkannt. Und Sakura wäre jetzt die Einstellung oder vielmehr die Szene, die wir hier sehen können. Als letztes dann noch die Bergspitze. Auch das für mich eher schwierig zu erkennen. Aber wir gehen jetzt gleich weiter in die nächste Einstellung beziehungsweise in die nächsten Möglichkeit. Und das ist Festival. Und da wird es tatsächlich jetzt interessant, weil da sind nämlich die Weihnachtsaktivitäten auch drunter gespeichert. Und diese hier zum Beispiel erkennt man aus meiner Sicht schon sehr gut. Jetzt gehen wir weiter zum Weihnachtsmann. Ja, ich würde sagen, erkennt man nicht gut, aber man erkennt ihn, denke ich. Und jetzt das, was ich eigentlich ganz cool finde, das ist der Weihnachtsbaum. Den erkennt man aus meiner Sicht auch recht gut. Vor allen Dingen, weil er natürlich noch so ein bisschen animiert ist. Und das ist tatsächlich was, was man definitiv erkennt. Das ist nämlich der Countdown. 10 von 10 auf 0 zählt das Ganze runter. Und danach bekommt ihr dann ja ein kleines Feuerwerk, also irgendwas für Silvester oder für, weiß ich nicht, einen Geburtstag oder sowas. Ist es vielleicht sogar tatsächlich ganz witzig, sowas mal aufzubringen bzw. an die Wand zu werfen. Den Schlitten, ich denke auch den erkennt man vielleicht, ja, ist in der Animation halt auf jeden Fall auch ein bisschen was geboten sozusagen, und im nächsten Schritt das Lebkuchenhaus, das könnte, glaube ich, auch erkennbar oder beziehungsweise ist, glaube ich, erkennbar, meiner persönlichen Meinung nach. Lebkuchenmann, auch der ist, denke ich, für alle zu erkennen, bewegt sich ein kleines bisschen, da ist die Animation, ja, so lala, würde ich jetzt mal sagen. Der Geist, der aus dem Kürbis kommt quasi, oder ich würde fast sagen, es ist eher ein Skelett, auch das denke ich zu erkennen. Jetzt kommen als nächstes dann die Ostereier, auch die sind, glaube ich, für Ostern dann zu erkennen bzw. zu nutzen. Die nächste Szene dann wiederum etwas schwieriger. Also ich hätte es nicht erkannt, es sind Kirschblüten. Aber gut, wie gesagt, es ist auch sehr unterschiedlich, ob das Ganze zu erkennen ist oder nicht. So, jetzt haben wir den Valentinstag, der ist, glaube ich, klar und deutlich zu erkennen. Und auch das Weihnachtsgeschenk kann man erkennen, wenn man etwas Fantasie dabei hat, die Zuckerstangen daneben und so weiter und so fort. Ich denke, das ist noch möglich. Kürbis, auch das denke ich zumindest zu erkennen. Ob das jetzt super animiert ist, das lasse ich mal dahingestellt sein, aber es ist zumindest zu erkennen. Das wiederum hier kann man erkennen. Ich habe meine Schwierigkeiten gehabt, ist auf jeden Fall die Spinne. Wenn man mit ein bisschen Fantasie rangeht, kann man es aber, glaube ich, tatsächlich ganz gut erkennen. Und jetzt kommen wir zum Geburtstagskuchen, wo ich auch sagen muss, am Anfang, die ersten Sekunden habe ich gedacht, ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Dann kommt es vielleicht ein bisschen und jetzt in diesem Moment, wo die Kerzen drauf kommen, da würde ich sagen, kann man es dann tatsächlich erkennen. Wir gehen noch mal eins weiter als nächstes und hier könnte eine Hexe sein, ist aber der Zauberhut. Also insofern auch da vielleicht ein bisschen schwieriger, das Ganze zu erkennen. So, das Stück Pizza sieht für mich eher aus wie irgendwas Zombie-mäßiges, aber gut, ich lasse es mal dahingestellt sein. Als nächstes dann die Zombie-Hand, damit sind wir nämlich auch im Bereich Zombie direkt. Auch das, ja, erkennbar, aber für mich jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Und als nächstes ist das quasi der Bereich Liebe. Es steht ja auch da, man kann es halb gut lesen, sage ich mal. Insbesondere ist Schrift in der Animation auch immer ein bisschen schwierig, muss man ganz klar sagen. Also Zeichen und Symbole sind relativ einfach, so wie hier das Flamingo-Pärchen. Aber Schrift ist manchmal etwas schwierig, gerade im Bereich dessen, dass man, wenn man eine Animation noch dabei hat.
Jetzt haben wir jetzt hier den Wasserfall, auch der erkennbar, würde ich sagen. Der Schneemann, auch den erkennt man vermutlich, wenngleich auch die Nase etwas schwer zu erkennen ist. Zumindest ich finde, fand sie schwer zu erkennen. Dann haben wir jetzt hier die Eistüte mit einem Herzeis. Zumindest habe ich das als erstes gedacht. Das ist irgendwie auch interessant gewesen. Aber gut, der Heißluftballon, der von dannen fliegt, da auch übrigens die Animation, finde ich hier tatsächlich ganz cool. Dass, wenn man da Spaß dran hat oder das darstellen will, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Der Herzschlag, also da geht das Herz an und aus, ist jetzt von der Animation, finde ich zumindest her, nicht so spektakulär. Das Feuer wiederum gefällt mir ganz gut. Das sieht irgendwie ganz interessant aus und wenn man das irgendwie darstellen möchte, um so ein bisschen Stimmung zu machen, dann glaube ich, passt das schon ganz gut. Die Auffahrt, was soll ich dazu sagen? Ich verstehe überhaupt nicht, was es sein soll. Eine Ampel vermute ich mal. Und hier ist jetzt die Szene beruhigend. Auch da muss ich sagen, interessant, aber nichts für mich. Nächste Option, die wir noch haben, ist das Liebesherz. Herztechnisch sind wir nämlich bei dieser App sehr weit vorne mit dabei. Also da gibt es tatsächlich einige Auswahlmöglichkeiten. Dann haben wir als nächstes die Parabel. Kann man erkennen, wofür man es braucht, ich weiß es nicht. Der Regenschirm, um das Wetter anzuzeigen, als nächstes ist auf jeden Fall was, was man machen kann. Denn wenn es regnet, kann man seinen Nachbarn anzeigen, liebe Leute, es regnet, ihr müsst einen Regenschirm mit nach draußen nehmen. Wir machen weiter mit Karussell. Auch das, denke ich, kann man erkennen, ist von der Animation her auch okay. So, als nächstes, das ist das große Pendel. Ja, warum das das große Pendel ist, ich weiß es nicht ganz genau. Ich hätte gedacht, das ist das Riesenrad, aber das hier ist tatsächlich das Riesenrad. Vorher das große Pendel hätte auch das Riesenrad meiner Meinung nach sein können. Jetzt als nächstes Coachella-Poster. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, was das Coachella ist, aber was das jetzt damit zu tun hat, ich kann es nicht beantworten. Amors Pfeil, wieder eine Liebesanimation. Und auch hier, die finde ich, sieht tatsächlich ganz, ganz gut aus. Wenn man das benötigt oder irgendwo für nutzen möchte, dann macht das sicherlich Sinn. Der Astronaut auch wieder etwas schwieriger zu erkennen, meines Erachtens nach. Im Gegensatz dazu, das UFO mit dem Außerirdischen. Auf jeden Fall ganz cool gemacht, finde ich, aber auch etwas schwierig zu erkennen. Wenn man es einmal weiß, dann weiß man, was es ist, aber ansonsten ist die Animation ganz gut gemacht und beim großen Bus, auch da erkennt man, dass es sich vielleicht um einen Bus, der über eine Wiese fährt, handelt. Genau, Telefon, das dürfte, denke ich, klar zu erkennen sein. Als nächstes haben wir dann die Flaschenpost. Und wir haben Gourmet, wo dann einzelne Speisen durchlaufen. Das wiederum, wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine Animation fürs Essen machen wollt, warum auch immer, ihr habt ein Restaurant oder sowas, dann finde ich, kann man das durchaus schon nutzen. Als nächstes kommt, glaube ich, was kam nochmal als nächstes? Die Musiknote, genau. Das waren die Musiknoten. Ja, also für mich auch eher schwierig zu erkennen. Im Gegensatz dazu das Sparschwein, ich glaube, das erkennt man sofort. Als nächste Position haben wir dann die Drinks. Auch das denke ich erkennbar. So, und jetzt kommen wir zur Seilbahn. Da hatte ich zumindest meine Schwierigkeiten, hätte auch irgendwas anderes sein können. Aber es ist in dem Fall die Seilbahn. Der Wassertropfen ist dann, denke ich, wieder klar. Der Alarm. Für mich auch wieder sehr schwierig zu erkennen. Also man kann sich ein Blaulicht vorstellen. Und die Orbitalbahn als letztes. Und dann sind wir durch mit dem Lebensbereich bei den Szenen. Als nächstes kommt der Bereich lustig. Warum der jetzt lustig ist, weiß ich nicht, aber es sind so Spiele und so weiter und so fort. Und als erstes Ringe werfen, dann der springende Ball. Wir kennen alle das Spiel, was wir vielleicht in unserer Jugend da gespielt haben oder beziehungsweise Spiele dazu. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, ob die Übersetzungen davon korrekt sind, beziehungsweise ob im Zweifel vielleicht die Namen irgendwie rechtlich geschützt sind von den Spielen, die wir hier zum Teil sehen. Also, dass das hier Tic-Tac-Toe ist, beziehungsweise drei gewinnt, so heißt die Darstellung, oder dass hier die Lotteriemaschine war, das weiß man vielleicht, erkennt man vielleicht. Auch hier ausweichen, ja, das denke ich, dürfte klar sein. Das ist nämlich das Labyrinth. Und als nächstes folgt der Luftkampf.
Auch das wiederum finde ich irgendwie von der Animation her ganz gut. Man erkennt jetzt nicht unbedingt, was es ist, aber so ein bisschen erkennt man es, glaube ich, schon. Auch hier das Rennen erkennt man, ob man das jetzt an die Wand bringen muss oder nicht. Lasse ich mal dahingestellt sein. Ist aber natürlich wie alles andere auch, und das war hier gerade übrigens der Stapel und jetzt kommt Poker. Das ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt übrigens auch individuelle Dinge dazu reinladen. Das habe ich vorhin schon gesagt mit den GIFs. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, oder beziehungsweise Goovy liefert immer mehr Content nach, sodass ihr da von einzelnen Creators quasi oder Kreatoren sozusagen dann auch Content nochmal nachgeliefert bekommt, der dann vielleicht auch wiederum spannender ist als das, was hier mitgeliefert ist. Ja, genau. Wir waren gerade bei Rakete, wir hatten Pac-Man, wir haben den Zirkus mit drin, wo hier auch dieser Clown mit auftaucht. Wir haben die gierige Schlange. Ich glaube, viele von euch kennen es als ein Spiel, welches auf Nokia-Geräten früher gespielt wurde. Wir haben eine Windmühle mit dabei und dann den Schlag, also eine Art Pendel oder ein Perpetuum mobile soll das vielleicht sein. Man weiß es nicht genau. Dann kommt noch mal der Clown. Der sieht tatsächlich weniger gut aus als das, was wir gerade bei Zirkus gesehen haben, ist zumindest meine Meinung. Dann kommt Candy Crush. Ich weiß, dass das ein Spiel ist. Ich wusste nicht, dass es so aussieht, aber vielleicht ist es auch so. Als nächstes haben wir noch Graffiti. Das wiederum finde ich, wenn man bunte Bilder mag, ganz schön animiert. Der Kaktus, den erkennt man aus meiner Sicht auch wirklich klar. Also da weiß man, glaube ich, dass es ein Kaktus ist. Die Herzskala, ja, also eine Wippe, auf der zwei Herzen hüpfen. Und zu allerletzt dann das UFO. Und wir sind dann auch durch im Bereich lustig. Und ja, auch das erkennt man, glaube ich. Der vorletzte Bereich ist der Bereich Tiere. Und hier kann ich nur noch mal sagen, da sind ein paar Tiere dabei, die ich gut erkannt habe und ein paar Tiere, die ich gar nicht erkannt habe. Die fliegenden Vögel zum Beispiel, die sind, glaube ich, erkennbar, auch wenn sie aussehen wie Flugzeuge. Der Schmetterling ist aus meiner Sicht auch zu erkennen. Dann kommt die Ente. So, und jetzt Achtung, das ist die Doktorente, denn die hat ja noch so einen Hut auf. Warum man eine Doktorente damit reinnimmt, ich weiß es nicht. Hier jetzt die Frage, wer das hier erkennt, der schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich sag mal nicht, was es ist. Es ist ein Tier, ein springendes Tier. Welches Tier könnte das gewesen sein? So, der weiße Schwan, der ist, denke ich, zu erkennen. Da wäre ich jetzt relativ zuversichtlich. Auch das Seepferdchen passt, glaube ich, in das, was man erkennen kann. So, der Clownfisch, auch der ist, denke ich, soweit zu erkennen. Der große Panda dürfte, denke ich, auch passen. Jetzt mit dem Fuchs würde ich sagen, der passt auch. Und da auch die Animation irgendwie ganz, ganz cool. So, das ist nicht der große Panda, sondern der normale Panda, der eine interessante Bewegung macht. Das ist das Kaninchen, welches, ich nenne es mal das psychedelische Kaninchen, weil es im Hintergrund sehr bunte Farben aufgeworfen bekommt. Das ist der Elch, da wird es auch schon wieder schwierig mit dem Erkennen, aber man kann es mit ein bisschen Fantasie tatsächlich, glaube ich, auch erkennen. Hier könnte man und kann man, glaube ich, den Wal erkennen. So, das ist, denke ich, ein Küken, es ist mit Luke bezeichnet. Und hier die Tauben, puh, da wird es schon schwierig, außer man weiß, dass es sich um Tiere handelt. Dann kann man vielleicht eine Taube reininterpretieren. Die Eule sieht auch ein bisschen aus wie ein Goblin. Und die Fledermäuse, ja, wenn ihr die erkannt hättet, dann seid ihr auf jeden Fall sehr kreativ. Und hier den Krebs, den erkennt man wegen der Palme und dem Strand. Ansonsten aber auch fast ein bisschen schwierig. Pferdekopf wiederum, der geht gut. Ich glaube, den erkennen auch die meisten von euch. Da hätte, glaube ich, niemand Probleme mit. Das laufende Kaninchen mit den roten Augen wirkt für mich auch ein bisschen wie ein Zombie-Kaninchen. Aber man kann es auf jeden Fall erkennen. Der V, der sein Rad schlägt, auch der ist, glaube ich, zu erkennen. Am Ende spielt es ja auch keine Rolle, ob ihr das erkennen könnt oder nicht, ne? Also es geht ja, hier ist zum Beispiel die Fischerkatze.
Ja, eine Katze, die nach Fischen fischt. Am Ende spielt es ja auch keine Rolle, ob ihr das erkennen könnt oder nicht. Es geht ja darum, ob euch das gefällt oder nicht, ne? Ob ihr so ein Bild dann halt einfach an die Wand werfen wollt, wie hier zum Beispiel ein Dinosaurier. Wenn euer Kind Dinosaurier mag oder ihr wollt gerne Dinosaurier im Fenster haben, dann wiederum passt das doch, ne? Das Ding ist zu erkennen und macht dann bestimmt auch Spaß. Bei manchen Dingen funktioniert es halt weniger mit dem Erkennen, bei manchen mehr. Ich finde es halt einfach gut, dass so eine breite Auswahl geboten ist, ne? Und meine Meinung dazu habe ich euch ja vorhin schon gesagt, probiert es auf jeden Fall aus. Ich glaube, das ist zwingend erforderlich, um zu gucken, ob was für euch dabei ist. Das ist das Erste, das seht ihr schon hier. Und ob das Ganze dann auch optisch bei euch ins Fenster oder wo auch immer passt. Und damit sind wir durch. Der letzte Teil kommt jetzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du es bis zum Ende geschafft. Es sind alle Szenen durch. Die letzten Nachtszenen seht ihr jetzt hier noch. Ansonsten ist das das längste Video, was ich bisher gemacht habe. Wegen der vielen Szenen halt einfach, damit ich euch alles zeigen konnte. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen und ihr habt einen Eindruck bekommen, was die Goovy Curtain Lights so tun können oder was ihr vielmehr damit tun könnt. Ich finde es ein ganz spannendes Gadget, aber man muss es auf jeden Fall einmal ausprobieren, insbesondere an seiner Wand oder an seinem Fenster, damit man auch sieht, wie es wirkt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende nichts anderes als wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.